Pantheon hat eine biologische Waffe. Die Unterlagen aus dem Bunker, da stand ein Name drauf. Matvei Gusev, ein russischer Waffenforscher. Wir glauben, dass er noch im Irak ist. Irgendwo. Adler ist noch dort, um seinen Arsch aufzuspüren. Felix soll sich um die gefundene Diskette kümmern. Wir anderen untersuchen den Ursprung der Wiege. Wenn Adler recht hat, könnte das Ding aus einer US-Forschungseinrichtung stammen. Ein russischer Wissenschaftler und eine amerikanische Biowaffe. Wo zum Teufel sind wir hier reingeraten? Hast du Haru nach dieser Forschungseinrichtung gefragt? Sie geht nicht dran. Sie sollte Livingston überprüfen. Du glaubst, dir ist was passiert? Dann wäre es meine Schuld. Das Gewicht der Welt auf deinen Schultern. Wir kennen das Risiko. Schon, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Weil es nicht nur um dich geht. Wie wär's, wenn du mit mir und Case in die Staaten kommst? Ich würde mir überlegen. Ist Felix noch in der Küche? Beschwer dich nicht. Wir haben gut gegessen, während ihr in der Wüste wart. Er sollte die Disk entschlüsseln, die Adler gefunden hat. Wir brauchen den Inhalt. Hey, Chefkoch, hast du die Diskette geknackt? Geduld, bitte. Kryptographie ist wie Kugelfisch zubereiten. Zu viel Eile und du riskierst alles zu verlieren. Okay. Will er uns etwa Kugelfisch servieren? Du sagtest keine Beschwerden. Ach ja, hab ich. Sag, wenn wir abmarschbereit sind. Oh, nicer Fernseher. Okay, dann sind wir jetzt hier auf jeden Fall am Start. Jetzt gucken wir, ob es hier irgendwas gibt, was ich machen kann. Ich guck mal, ob ich irgendwie Ausrüstung herstellen kann. So. Vom Disruptor gefunden. Einheiten. Ne, das brauchen wir nicht. Einen zusätzlichen. Das ist ja doch geil. Jetzt auf jeden Fall einen Ausrüstungsslot mehr. Okay. Gibt's hier noch? Oh, nice. Ist das so eine FAL oder sowas? Wow, was geht ab? Yo, lass dir helfen, Mann. Du mich auch. Dann viel Spaß. Sieht das hier nach Spaß aus? Na, das habe ich nicht gemeint. Muss echt hart sein. Das Leben verteilt harte Schläge, Junge. Bei uns sogar noch öfter. Ganz ehrlich, ich hätte das nicht geschafft. Nach Hause zu kommen, nach allem in Panama, jemandem wieder zu vertrauen. Du glaubst an die, die dir den Rücken frei halten. Für dich kämpfen. Adler war einer davon. Als die Unterlagen nach Panama auftauchten, Überweisungen an Adler von Raúl Menéndez, billiger Drogenhändler. Das stank gewaltig. Adler? Seine Brüder verraten für Geld? Willst du mich verarschen? Der Lebensstil, den er führt, ist nicht ganz billig. Hör zu, ich weiß, er ist gerne der Psychopath. Aber er ist auf unserer Seite. Er regelt die Dinge nur gerne auf seine Art. Früher kannte ich die Regeln, jetzt nicht mehr. Du kriegst das hin, Kleiner. Dinge tun, Entscheidungen treffen. Ich würde gern mit dir Ärsche treten. Ich hasse es in dem Ding. Mal langsam, hör zu. Du bist wichtig, Mann. Ja, Stuhl hin oder her. Ja klar, es ist nicht mehr so wie früher. Aber das? Das ist stark. Vielleicht warst du
Vielleicht warst du Captain America früher und jetzt bist du wie Professor X. Wer? Verschwinde bloß, Mann. Okay, let's go, Mann. Was gibt's hier, was wir machen können? Das war die nächste Mission. Entstehung. Uncle Sam hat in Kentucky was Besonderes gebraut, bevor das Geheimrezept bekannt wurde. Wir gehen vor Ort, um herauszufinden, was da los ist. Finde den Ursprung der Wiege. Oh, ich glaube, jetzt ist es interessant. Jetzt finden wir heraus, was dieses Teil, was wir letztens gefunden haben, wohl für ein Ding ist.